Hallo Leute, heute gibt es ein neues Video. Nach leider sehr langer Zeit gibt es wieder ein neues Video. Also es hat ein bisschen länger gedauert, weil ich vergessen hatte, ein paar Videos zu machen und weil wir auch viel zu tun hatten. Okay, also da haben wir das schon mal abgehakt. Das ist ein Video zu meinem selbstgebauten Lego ARL44. Das ist ein französischer schwerer Panzer. Und jetzt zeige ich euch mal das Schmuckstück. So, das hier ist der Panzer. Wenn ihr mal, also ich könnt, würde gerne Bilder ausblenden, also einblenden, wie der in echt aussieht. Aber das kann ich leider nicht machen, weil ich noch nicht weiß, wie das geht. Leider. Naja, ist egal. So, das ist das Teil hier. Nicht wundern, die Ketten. Also, es ist alles aus Lego, außer die Ketten. Weil die Ketten, die sind von Kobi, von meinem Mark 1 Kobi Panzer. So, das ist der Panzer. Hier habe ich so gebaut. Das habe ich ja alles mit Platten gebaut. Dann habe ich hier diese Teile reingebaut. Dann nochmal hier so eine Platte drauf. Oh. Ja, man kann es auch abnehmen. Und dann hier wieder dran stecken. Ja. Das kann ich dran machen. Wir machen erstmal lieber die Wanne. Hier unten ist der Auspuff. Dann ist hier nochmal der Panzer von hinten. So sieht er von der Seite aus. Und jetzt nehme ich mal den Turm ab. Geht ganz einfach. Und da habe ich hier alles noch solche Blenden drauf gemacht, sage ich jetzt mal. Dann ist hier dieses Lego Drehteil. Ich weiß nicht ganz, wie das Teil heißt. So sieht der Panzer von unten aus. Nicht gerade spektakulär. Das hier sind die Ketten. Die rollen einmal frei, auch auf dem Klappenboden. Und auch hier hat null Widerstand. Und den Turm, der geht ganz einfach drauf. Das rastet dann ein. Hier eine Kanone. Also hier ist die Hauptkanone. Dann hier noch mit Maschinengewehr nebendran. Hier zwei Antennen. Dann hier der Luke. Hier die Rucksäcke. Ein Maschinengewehr. Und das hier sind so Ausguckteile, sag ich jetzt mal. Hier die Löcher. Mit Scharfkamera. Hier die Löcher. Die sind zum Rausgucken und man kann die quasi drehen. Also aus Spiel. Also es soll sich eigentlich so drehen. Und da kann man durchgucken. Dann sind hier nochmal so. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt weißt, so bei Flugzeugen so bei Panzern so Flugzeugabwehr. So soll das darstellen. Dann hier noch ein Kuscheltierkaninchen angekettet. ja. Der Panzer. Der hat schon sehr viel überlebt. Also genau dieser Panzer. Also ich hatte den erstmal gebaut. Dann wollte ich einen Mark 1 bauen. Also das ist ein Erster Weltkriegspanzer. Dann habe ich den mit allen Einzelteilen zerlegt. Und habe ihn wieder zusammengebaut. Dann wollte ich wieder einen Mark 1 bauen. Hat wieder nicht funktioniert. Da habe ich ihn wieder zusammengebaut und er hat quasi zweimal überlebt, wo er in Einzelteile zerstückelt wurde. Den Panzer habe ich letzte Woche gebaut. Also wenn das Video rauskommt, war es letzte Woche Freitag. Ja, hier sieht man, dass die Ketten so gewellt sind. Das ist auch noch was Besonderes.
Und ja, das ist der Panzer. Ich hoffe, das Video hat euch, ich sag jetzt schon mal, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, weil ich jetzt noch eine kleine Animation mit dem Panzer machen werde, hinten dran ans Video. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ciao, ciao.